Einwohner unterbrochen. Insbesondere ein Öltanker kann den Hafen nicht verlassen, bis das Wrack entfernt ist. Leider haben einige Guerillas das Gebiet besetzt. Wir haben zusätzliche Helikopter bereitstehen, die den Tanker aus dem Güterbahnhof heben werden. Das ist auf gewisse Weise eine humanitäre Mission. Also gebt alles. So, und damit einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Predator Hunting Grounds. Ja, ich habe zwischendurch natürlich schon ein wenig gespielt. Und nicht wundern, ich habe mal die Musiklautstärke etwas runtergedreht, weil wenn der Predator einen jagt, dann ist das schon ein bisschen praktischer, wenn man doch ein wenig mehr hört, als dann nur die Musik. Ja, ich habe auch ein neues Scharfschützengewehr, fühle mich damit auch ganz wohl. Und dann wollen wir mal gucken. Ah, wieder ein bisschen eine Schlammpackung für unser Gesicht. Damit wir uns ein bisschen runterkühlen und der Predator uns hoffentlich nicht gleich sieht. So, mit wem spielen wir? Okay, zwei PCler noch und ein Consolero. Zusammenbleiben, Feuerteam. Und der Predator ist auch ein PCler. Was? Hast du schon was gesehen? Was ist da? Ah, ne, brauche ich nicht. Habe ich selber, wenn ich will. Bisschen Munition ist immer gut. No? Jetzt. Dieses Metall ist halt wichtig. Ah, da ist er. Nee. Ach, das war einer von uns. Nehmt die Schlüssel. Hoffentlich öffnen Sie das Vorarbeiterbüro. Okay, ich höre das Klacken des Predator. Das ist nie gut. Was hast du gesehen? Oh, was? Wie ist denn der da? Ach, der ist hier über das... Warte, was? Der ist da über das Gitter rüber, ah? Okay, Leute. Ja, komm, mach weiter. Boah. Oh. Oh, wo denn? Was denn? Wie denn? Wer denn? Ja, genau, leck mich doch. Nein. Ah, es geht ja gut los. Lenkt ihn ab. Ja, ich bin gleich tot. Was macht ihr da hinten? Komm rüber, hol mich auf die Beine. Bleib zusammen. Oh, nee. Okay. Wir sind so am Arsch. Wir sind so am Arsch. Doch so gehen wir drauf. Scheibe. Das war jämmerlich. Das war... Oh Mann. Haben wir da noch Fragen? Ich glaube nicht. Mist. Oh, Achtung, Mann. Nach vorne. Oh nein, das war jämmerlich. Ach, der hat die Tankklasse, oder? Ah, ist doch nicht wahr. Aua, das sticht, ja, das sticht. Das tut weh. Hallo? Sag mal, hat er den die Wirbelsäule durch den Arsch rausgezogen, oder was? Samt der Kopf? Mhm. Ne, das muss man erstmal schaffen, oder? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und es war definitiv nicht sein. Ja, es sollte jedenfalls nicht sein für uns. Ja, gut, was, das war jämmerlich. Also, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Oh, nee. Naja, gut. Kann auch mal vorkommen. Okay, Freunde.
dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich hoffe mal, die Runde... Zu einem wichtigen Stargazer-Agenten ist abgerissen. Ich hoffe, die Runde läuft besser als die von gerade eben. Ich habe mal auf die Uhr geschaut. 4 Minuten, 18 Sekunden. Und der Drops war gelutscht. Aber okay. Was gefunden, das ihm sehr am Herzen liegt. Das müssen wir nur noch ausnutzen. Kann vorkommen. Sollte nicht, aber es kann leider vorkommen. Also ich glaube, das war jetzt wirklich die schlechteste Runde, die ich jemals hatte. Naja, gut. Nicht ablenken lassen. Das war letzte Runde. Und jetzt kommt eine neue und da schlagen wir uns doch bestimmt hoffentlich besser. Okay, da haben wir noch einen Scharfschützen dabei. Das sieht gut aus. Ein Sturmsoldaten, also ein Heavy. Stimmt, mein Heavy könnte ich ja auch mal spielen. Der macht eigentlich richtig Laune. Weil ich habe jetzt, nachdem ich ja auch das passende Level habe, den auch freigeschalten. Und man merkt schon ein wenig, also der Predator hat vor Heavys und Scharfschützen doch minimal Respekt. Gerade wenn du dann den Heavy auch wirklich auf Panzerung noch ausgelegt hast. Und das sollte man dann auch... dann merkt der Predator eigentlich schon, wenn man dann ein leichtes Maschinengewehr hat. Ah, geht schon los. Dann merkt er natürlich schon, oh. Ja. Oh oh. Oh oh. Ja klar riechen die den Braten. Haltet mir den Rücken frei. Abgesperrt? Die Schlüssel müssen hier sein. Er kann sich schlecht mit dem einzigen Nein, ich will Satz mich nicht einmatschen. Haben. Na gut, dann matsche ich mich halt ein. Was noch? Wo rennt der denn rum? Bleibt zusammen. Hat der nicht gerafft, dass Zusammenbleiben vielleicht keine schlechte Idee wäre? Ein leichtes Maschinengewehr, hätte ich das gewollt, hätte ich es ausgerüstet. So, erledigt die Mission. Ihr würdet mir nie glauben, was da draußen lauert. Einer muss funktionieren. Testet alle. Wenn ihr ein Klicken hört, macht euch bereit. Ich bezweifle, dass er unbewaffnet ist. Ah, shit. Nein. Leute. Ah, verdammt. Nein, ach komm. Ja, komm. Richte mich wieder hoch. Entschuldigung. Frosch in den Hals, der keine Miete zahlt. Okay, so schnell kann es manchmal auch gehen. Sorry, ich hatte schon mal versucht, dieses Minispiel. Hier spricht die Umgabe aber. Sie sind auf eine klassifizierte Anomalie gestoßen, die sie in Für sowas bin ich dann zu schlecht. Halten Sie die Stellung und schützen Sie den Leichnam um jeden. Lassen Sie die Leiche nicht mitnehmen! Halten Sie um jeden Preis auf! Verstärkung ist auf dem Weg! Ja. Bin im Landeanflug, Voodoo. Haltet die Stellung. Na gut, so geht's auch. Ich glaube, das waren alle. Ab jetzt wie Profis, Leute. Keine Anfängerfehler mehr. Was heißt denn hier Anfängerfehler? Was haben wir denn bitte hier angeblich falsch gemacht? Hier, damit sich die Puste nicht ausgeht. Womit zur Hölle sind die eingespielt?
Mit extra viel Schlammschlamm sind wir angeschmiert. Ein Leichnam in so gutem Zustand wird die Forschungsabteilung freuen. Ihr Bonus wird unseren Dank für Ihre gute Arbeit widerspiegeln. Ja, ich gebe meinem Kumpel mal schön die Hand. Ich liebe ja diese Szene, wenn die sich so die Hand geben. Das ist halt 1:1 Arnie Schwarzenegger Predator 1. Rauchgranate, okay, kann man nutzen. Weiß ich nicht, ob mir das ganz so viel bringt. Ja, Punkte technisch, halbwegs gut aufgestellt. Kann man machen. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Also, bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Ab in die dritte Runde. In den letzten Monaten wurde die Wirtschaft in der Region durch Falschgeld destabilisiert. Wir konnten die Blüten zu einer Guerilla-Gruppierung zurückverfolgen, die aus dem Dschungel heraus agiert. Wir wissen zwar nicht, wie sie an eine Notenpresse gelangen konnten, aber wir sind uns sicher, dass sie nur die eine haben. Sammelt Beweismaterial, zerstört die Presse und spürt weitere Falschgeldlieferungen auf, die sich noch im Umlauf befinden könnten. So, und diesmal gehe ich mit meinem Unterstützer, also mit meinem Heavy ran. Mit leichtem Maschinengewehr und dicker Panzerung quasi. Das ist der, ja, da sieht man ihn, der am meisten aushält von der Panzerung. Mal gucken. Oh, da haben wir noch einen dabei. Ja, ist nie schlecht. So, aber auch hier gilt... Einmatschen, soweit als möglich. Die werden sich wundern. Wir konnten die Falschdrucker zu einem Lager an die werden sich wundern. Ja. Die werden sich wundern, wie schmutzig wir uns gemacht haben. Die werden sich auch denken, oh, guck mal die. Ja, die können sich nicht mal waschen. Und beim Sprinten sollte man schon aufpassen, dass man es nicht bis ganz zum Ende nutzt. Denn dann dauert es länger. Oh. Ja, das kann man immer brauchen. Man dem Predator natürlich schon wieder gehört. Macht schon Ärger. Für alle Lager in der Umgebung. Eindringlinge wurden gesichtet. Die wissen, dass ihr hier seid. Hoffen wir mal, dass sie euch nicht finden. Engere Formation. Guerilla im Gebiet. Macht der. Oh, der. Das ist wieder so typisch. Oh. Naja, hast du nicht. Ich glaube, das waren alle. Und nehmt die Scheine mit, damit wir sie unter die Lupe nehmen können. Oh, das läuft schon wieder doof. Ja, weil einer aus der Reihe tanzen musste. Passt auf, Feuerteam! Ein Kontakt! Auf zu hecheln. Lade nach! Deck mich! Auf geht's! Sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel. Schau mal. Das ist schon ausgelöst, ja, deswegen. Die Ladung ging echt in den Arsch. Schlammzeit. Ja. Ah, schlammi, schlamm, schlamm. Dann mal auf zur Presse. Okay.
Ja, ist auch schon mal. Okay. Bringt die Sprengladungen an der Presse an. Es darf nichts von ihr überbleiben. Okay, als nächstes soll... Warum ist immer noch dieses Symbol angezeigt? Feind markiert. Ja, was? Steht doch nicht im Weg. Naja, man merkt, das Spiel hat ab und an noch ein paar kleine Macken. Jetzt ist echt diese bescheuerte Anzeige... Was ist der denn? Ja, das wird ein Spaß beim Zielen. Oh. Gesichert. Geldscheine finden. Nee, komm erst mal hier. Wir müssen zusammenbleiben. Komm her. Wir müssen erst mal unsere Jungs holen. Ja, sag ich ja. Komm hier. Bleib zusammen. Was machst du? Das ist eine Ego-Nummer oder was? Da ist er. Wir müssen erstmal unsere Buddies zurückholen. Sicher ist sicher. Alles andere ist erstmal nebensächlich. Ja, du lässt mich hier allein, oder was? Die werden sich wundern. Komm her, Mann. So. Okay. Komm zurück, Freunde, und diesmal nicht wieder so viel Bockmist. Oh, ich habe jetzt echt wirklich diese Aktionsleiste die ganze Zeit vorm Gesicht. Nehmt euch Muni. Ja, komm. Schließen wir das Ziel ab. Komm jetzt. Kommt. Ja klar, ist alles wieder. Geht schon wieder los. Wo denn? Habt ihr wen verloren? Reißt euch zusammen. Ja, na klar, haben wir wieder jemand verloren. Oh. Kommt jetzt weiter. Oh, gibt eine Markierung. Oder auf dem Dach also. Aufgrund des heftigen Zugunglücks sitzen die Waggons auf den Gleisen fest. In einem davon sollte sich unser Ziel befinden. Ach ja. Verriegelt. Ja, dann spreng auf. Steck diese Koordinaten.
hatten die gleiche Idee. Feindliche Soldaten unterwegs. Immer schön zusammenbleiben, Leute. Dann können wir uns wenigstens ein bisschen Deckung geben. Feind markiert. Das Problem ist, weil dieser Fehler bei der Anzeige ist, kann ich gerade mein Redpoint-Visier nicht ordentlich nutzen. Das ist natürlich etwas bescheuert. Ja. Nee, machst du nicht. Das ist Schlamm, oder? Nee, das ist die neue Make-up-Linie von L'Oreal. Was jetzt, oder was? Hier drüben! Gut gemacht. Bringt es zur Basis zurück. Begebt euch zum Extraktionsort und wartet auf die Ankunft des Helis. Geht zum Hubschrauber! Wir sollten vielleicht nicht unbedingt in einer Linie rennen, aber warum nicht? Oh! Der hat von oben geballert. Verstanden, Voodoo. Heli unterwegs. Oh. Alle steh auf! Das ist das, was ich meine. Mein Redpoint kann ich hier nicht ordentlich nutzen jetzt. Weil die ganze Zeit dieses scheiß F da vor meiner Nase ist. Oh Mann. Wie wär's, wenn ihr mir mal helft? Ach, warum? Würdet ihr mal... Also nur so als Idee. Okay. Scheiße. Nein, 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 nein. Nee, hab ich nicht. Komm. Ach, raus aus dem Radius. Gut. Oh Gott. Euer Teammitglied gefragt. Setz die Mission fort. Okay. Ich bin jetzt der Einzige, der es geschafft hat. Okay. Oh Mann. Ja. Und ihr seht immer noch diese blöde Anzeige mit der Taste F, die mir das Zielen äußerst schwer gemacht hat. So, Freunde, aber so habt ihr auch mein Heavy auch mal gesehen. Und ja, naja, 2 von 3 Runden geschafft. Oh, Levelaufstieg, immer gut. Meiste Punktzahl, auch mehr als der Predator, da kann ich zufrieden sein. Ach, ich habe ihn sogar gekillt, sehr gut. Gut, Freunde, also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo oder ein Like da, aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Grünschnabel Scotty geht auf Prädatorenjagd. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.